Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind auf der Venus und von meinen 15 erfolgreichsten Videos, glaube ich, auf YouTube sind 14 auf der Venus und 10 sind Venus-Interviews mit Michaela Schäfer. Und dieses Jahr gibt es auch wieder eins, aber ich habe keine Ahnung, was ich fragen soll. Ich hatte auch keine richtige Location, wo ich drehen darf. Deswegen haben wir uns einfach hier zu Tantum, ich weiß nicht, was die machen. Thorsten, den ich von früher von Fandorado kommt, arbeitet jetzt da und ich habe mich hier hingesetzt. Und jetzt kommen gleich die Gesichter und ich stelle ein paar Fragen. 4, 3, 2, 1. Wie läuft deine Beziehung? Meine Beziehung läuft richtig, richtig gut. 4,5 Jahre Krass. Immer noch verliebt. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, ich bin selber überrascht. 4,5 Jahre, wenn wir jetzt runterrechnen auf 4 Jahre und dein baldiges Alter nimmt 10% deines Lebens, bist du mit dem Mann schon zusammen. Okay, das war jetzt zu viel für mich. Deswegen, Mika, ich weiß, unser wievieltes Interview ist es? Es ist 20., 30. Ja, ich glaube wirklich 10., 12., ich weiß nicht mehr, was ich dich wir fragen soll. Wir werden zusammen alt werden. Das stimmt. Du kannst jetzt aussuchen, ich kann dich jetzt nach deinem Bodycount fragen und fragen, irgendwie, ob du die Brüste zeigst oder wir gehen mal in die richtig deepen Fragen rein. Alles klar. Macht dir dein Beruf noch Spaß? Mein Beruf macht mir nach wie vor Spaß. Und das ist das Wichtigste. Deswegen lass du einfach in andere Fragen mal reingehen. Ja? Ja. Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, um langfristig den Zugang zu sauberem Wasser und sauberer Energie für alle Menschen auf der Welt sicherzustellen? Och nee, sag mal. Ist das jetzt dein Ernst? Die Fußball-Weltmeisterschaft 2030, ja? Auf 2000 was? 2030. Mhm. Auf 3 Kontinenten. Welche Risiken birgt die Entscheidung von Infantino für den Fußball? Next. Macht's den Fußball kaputt für dich? Ey, keine Ahnung. Okay. Also ich liebe Fußball, aber natürlich... Stell dir vor, früher war die WM ja nur in Deutschland. Oder ja, die das, EM ist ja nur in Deutschland. Wie sollen die Leute denn so schnell von A nach B kommen? Was ist denn das für eine Scheiße? Sag Infantino raus. Ja, der soll sich verpissen. Ich habe noch eine andere. Och. Wann wurde die Berliner Mauer errichtet? Scheiße, das muss man leider wissen. Lass mich mal kurz überlegen. Also 1900? Ne? Ja. Stimmt schon mal. 63. 61. Aber fast. Der norwegische Autor John Fosse erhält den Literaturnobelpreis 2023. Findest du die Wahl gerechtfertigt? Ach Mann, ich bring dich heute noch um. Ey, was soll ich dich denn sonst fragen? Was ist das größte Tier der Welt, was bekannt ist? Das größte Tier der Welt? Keine Ahnung, Elefant? Schönes Kleid. Dankeschön. Hatten wir schon mal ein Interview? Nein, ich bin zum allerersten Mal und ich hoffe, du bist nett zu mir. Was könnte ich denn Gemeines sagen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. So, wenn wir uns noch nie... weil Mika ist wirklich wie meine Mutter mittlerweile. Ja, du kennst sie ja. Deswegen stellen wir uns einmal vor, hallo, ich bin der Aaron. Ich bin die Annike. Wofür bist du bekannt auf der Erotikmesse? Also in Themen Erotik? Weil Mika ist so das Gesicht. Mhm. Texas Patty ist schon lange. Also ich kenne alle, aber von dir habe ich jetzt wirklich noch nie einen Film. Machst du Filme? Ich hatte mal Filme gemacht. Also jetzt nicht mehr? Nein. Was machst du jetzt? Jetzt bin ich mit der Musik beschäftigt. Ah, machst du Schlager? Niemals. Verheiratet, verlobt, vergeben? Verheiratet, 16 Jahre. Wie schafft es die deutsche Automobilbranche, den technologischen Abstand zu den Chinesen zu verringern? Ich habe keine Fragen mehr für dich. Ich mache mir aber wirklich Gedanken über die Antworten. Deshalb gucke ich dich so an. Wie viele Flügel hat ein Schmetterling? 4. Sehr gut. Also ist das sowas, weißt du, was mit Tieren ist, komischerweise? Wie schafft es die deutsche Automobilbranche, den technologischen Abstand zu den Chinesen zu verringern? Weißt du, was mich mal interessiert? Darf ich eine Gegenfrage stellen? Ja, aber immer. Cool. Wer inventet diese Fragen? Ich habe zu meinem Team gesagt... Nein, komm, Leute, du musst sagen, dass nein, ich bin ehrlich. Ich habe die Fragen zum ersten Mal. Ich habe gesagt, Leute, ich habe Mika 1 Million Mal gesehen. Was soll ich die Mädels noch fragen? Und deswegen haben die mir Fragen gestellt. Wie zum Beispiel, der norwegische Autor John Fosse erhält den Literaturnobelpreis 2023. Findest du diese Wahl gerechtfertigt? Absolut, ja. Ja. Wie heißt das größte Tier der Welt? Das größte Tier der Welt. Ja. Das größte Tier der Welt. Wer ist denn das größte? Die Giraffe. Nee. Blauwal. Meinst du, ist der größer als die Giraffe? Wie viel wiegt der? Ein Blauwal ist schon viel. Wie viel wiegt er denn? Weiß ich nicht. Ich stand mal neben einer Giraffe, die ist nicht so groß wie so ein Blauwal. Ich dachte, die wäre größer. Welches ist das größte bekannte Tier der Welt? Der Blauwal. Richtig. Welche Veränderung in der Bildungspolitik sind notwendig, um zukünftig Anforderungen an Fähigkeit und Wissen in einer schnell verändernden Welt gerecht zu werden? Ich habe dir nicht mal zugehört. Okay. Welche Veränderung in der Bildungspolitik sind notwendig, um die zukünftigen Anforderungen an Fähigkeit und Wissen in der schnell verändernden Welt gerecht zu werden? Ich glaube, da bin ich gar nicht gut drin.
Ich rege mich nur auf. Okay. Wir wollten eigentlich alle 7 Venus-Gesichter interviewen, aber Anne Wünsche hat für so den Kanal nicht. Schreibt dir gerne auf Instagram, warum. So. Wir haben uns auch noch nie. Du sprichst eigentlich Englisch, oder? We can make a quick interview. My audience. Oh, das ist mir voll unangenehm. Welche Maus ist die Hauptfigur in dem Klassiker Fantasia? Die Sendung mit der Maus? Mickey Maus. So. Hallo meine Lieben, ich wollte euch einmal sagen, wenn euch mal langweilig ist und ihr was hören wollt, auf die Ohren wollt, dann hört doch ab jetzt bitte Hauptschulniveau, der Podcast mit Hauptschul-Timo und Marvin Wildhage. Hallo. Und um was geht's, Timo? Es geht um unsere Themen, die wir so im Alltag erleben, aber auch Kiosk und YouTube. Oh ja. Gott, oh Gott, oh wir Gott. Nehmen das übrigens gerade live im Podcast auf, deswegen hört am besten mal rein, warum Timo so überfordert ist. Und Marvin, sag einfach nochmal, warum soll man hören? Geheime Themenauswahl auf meinem Kanal. Mit wem, ich wollte raucht sagen, säuft Aaron als nächstes. Was gibt's gerade für ihr Glas aus der YouTube-Welt, aus der Promi-Welt? Dementsprechend Link in der Infobox. Schaut mal vorbei. Wie heißt der aktuelle Bachelor? Ich guck kein Trash-TV. Okay. Wie heißt der aktuelle Bachelor? Boah, keine Ahnung. Ich kenne nur noch Paul Janke. Oh, der ist lange nicht mehr Bachelor. Wie heißt der aktuelle Bachelor in Deutschland? David Jackson. Wirklich? Die wirklich richtigen Sachen weiß ich. Welche Veränderungen in der Bildungspolitik sind notwendig, um die zukünftigen Anforderungen an Fähigkeiten und Wissen in einer schnell verändernden Welt gerecht zu werden? Mehr Lehrer, mehr Personal. Oh, schöne Antwort. Mhm. Welche Maßnahmen sollen schnell ergriffen werden, um langfristig Zugang zu sauberem Wasser und sauberer Energie für alle Menschen der Welt sicherzustellen? Aaron. Ich habe die Frage nicht, was soll ich dich denn sonst fragen auf der Venus? Wer ist die schönste Frau auf der Venus? Na, Michaela Schäfer. Lüg doch nicht, jetzt wirklich so unter uns? Ja, natürlich. Okay. Was hast du gelernt? Ich weiß es ich gar nicht. Ich bin gelernter Herrenausstatter für Marsbekleidung. Dein Ernst? Ja. Und kannst du auch schneiden? Nee, Zahnarzthelferin. Zahnarzthelferin. Ja, guck. Kannst du auch schneiden? Nein, das haben die Kinder in Indien gemacht. Wir haben nur vermessen. Gibt es Fans, die du jedes Jahr schon immer gesehen hast? Ja. Frag mich jetzt nicht nach dem Namen, aber ja, es gibt es. Gibt es Fans, wo du jedes Jahr wieder sagst, oh nein, der ist da? Um ehrlich zu sein, ja. Okay. Wie lauten die drei... die Frage ist die beste. Wie lauten die drei Sorten von Gönnergy? Was nochmal? Wie lauten... Also welche drei Sorten von Gönnergy gibt's? Was ist denn Gönnergy? Der Energy-Drink von Montana Black. Ach, die hat einen Energy-Drink? Ja, alle haben Energy-Drinks. Was ist deine? Die war aber Bombe. Wie lauten die drei Sorten von Gönnergy? Das ist einmal Kokos. Richtig, Kokos. Einmal so ein Mix, das Gelbe. Scheiße, Mist, wie hieß das? Tropical Exotic ist das Gelbe. Ja, und dann gibt es noch eins, aber das weiß Raspberry ich. Raspberry Cheesecake. Ich darf es auch alle nicht trinken. Warum? Weil es Energy ist und ich kein Energy vertrage. Oh. Do you know Gönnergy? No. No? So you can say to the camera, Monte, I love you, then he's happy. Montana Black, I love you. Okay. Montana Black, I love you. Perfekt. Super, deswegen, wir sind schon durch. Ey, hast du eine Idee, was ich nächstes Jahr machen kann mit den Gesichtern? Ja, Spieler. Ich liebe Spieler. Das guckt doch keiner. Weißt du, was würde, wenn ich jetzt sage, zeig deine Brüste, das würden alle gucken. Aber bis du da raus bist, dauert es ewig und... Sind alle eingeschlafen. Ja. Wie kann die Welt langfristig auf die Herausforderungen im Gesundheitswesen reagieren, insbesondere angesichts der alternden Bevölkerung und der steigenden Gesundheitskosten? Ich würde einfach mal sagen, wir brauchen ein zweites Covid. Okay. Hast du Angst vor künstlicher Intelligenz? Ja, sehr. Warum? Weil das etwas ist, was wir noch nicht, glaube ich, so verstehen, wie es wirklich ist. Meinst du, sie bringen uns irgendwann um? Ja, wenn sie schlau sind, ja, und sie sind schlau. Okay. Ist schlau. Welche Farbe hat das Fell von Chewbacca? Von Weiß? Chewie. Ich? Welche Farbe hat das Fell von Chewbacca? Oh mein Gott. Nee, warte mal, grün. Welche Farbe hat das Fell von Chewbacca? Keine Ahnung. Dankeschön. Do you know Chewbacca? From Star Wars? Yes. The hairy one. Yeah. And the hair is which color? Brown. Perfekt. Meine Lieben, das war's vom Venus-Interview. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Gesichtern. Folgt denen gerne allen auf Instagram. Die Links sind in der Videobeschreibung, weil alle verstehen Spaß. Alle sind lieb. Alle kamen bis auf Anne Wünsche. Fragt da gerne nach, warum. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Da hat man irgendwo angerufen und die Leute Nein. Dann setzt sich da, Telefon, dann geht das von links nach rechts. Und dann die erste Zahl, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste. Na, denke ich, jetzt noch die zwei oder was das damals war. Und